Diese Bärlauchsuppe müsst ihr jetzt nachkochen. Los geht's. Bärlauchblätter grob hacken, Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl andünsten, Kartoffeln dazu und dann mit Brühe ablöschen. Salzen und Deckel drauf. 15 Minuten gar kochen. Bärlauch dann für 1 bis 2 Minuten dazugeben, Sahne, Muskat und Pfeffer noch dazu. Fein pürieren und fertig.